Es waren die letzten Sekunden des ASV Hof als Zweitligist. Mit dieser Aktion machte Martin Breis in Blau den Sprung in die erste Liga perfekt und das bereits im vorletzten Kampf des Abends. Gut zwei Stunden zuvor ein angespannter, aber zuversichtlicher Klein-Ostheimer Coach Peter Vornhoff. Aber schon nach dem ersten Kampf gab es bei den mitgereisten Hofer-Fans kein Halten mehr. Michalski holte einen Schultersieg gegen Sahin, ein Auftakt nach Maß für den ASV. Da stand Klein-Ostheims Adrian Patalon in Rot bereits unter Zugzwang. Im Rückkampf werden die Stilarten ja gewechselt, er also im griechisch-römischen Stil bis 120 Kilogramm gefordert. Und auch der Gegner war ein anderer als im Hinkampf. Zdenek Koschmann, satte 10 Kilo schwerer als Patalon. Es ging nicht gut los. Patalon hatte man ja für einen Sieg eingeplant, aber die ersten beiden Runden musste der Klein-Ostheimer abgeben. Danach zeigte er aber wieder einmal seine Kämpferqualitäten und glich nach Runden aus zum 2:2. Der fünfte Durchgang musste die Entscheidung bringen und hier tat sich nicht viel. 1:1. Der Klein-Ostheimer holte sich die letzte Wertung, damit die Runde und einen 3:2-Sieg in diesem Duell. Vierter Kampf des Abends, Freistil 96 Kilogramm Michael Hofbeck gegen den Hofer Ahmed Mehmedov. Die Gastgeber nach Zeidorf Schultersieg wieder im Geschäft, aber schnell wurde deutlich, dass es in diesem Duell für die Klein-Ostheimer nichts zu ernten gibt. Die ersten beiden Runden mit 5:0 und 3:0 an die Gäste. Und der Gegner aus Hof drehte in der dritten Runde richtig auf. Schultersieg für Mehmedov zur Pause. Hieß es 10:10, nachdem Koschner einen 3:0-Sieg für die Gastgeber eingefahren hatte. Eine echte Zitterpartie also in der Maingau-Halle, aber Stimmung machte nur der Hofer Anhang. Ein enttäuschender Zuspruch der Klein-Ostheimer-Fans in diesem so wichtigen und entscheidenden Relegationskampf. Die Waage neigte sich nun immer mehr in Richtung des ASV Hof. Freistil 84er Kilogramm Tobias Jung gegen Dominik C. Ein ausgeglichenes Duell in der ersten Runde musste der Zwiegriff entscheiden. C. holte sich die Wertung und auch die zweite Runde ging an den international erfahrenen Ringer des ASV Hof. Betretene Minen natürlich in der Klein-Ostheimer Ecke. Langsam schwammen die Fälle davon. Auch in der dritten Runde hatte der Gästeringer das bessere Ende für sich. 19:12 für den ASV bei nur noch zwei ausstehenden Kämpfen. Jetzt musste schon ein kleines Wunder her für den SC Siegfried. Aber diesen komfortablen Vorsprung ließ sich der mit Topringern gespickte Zweitligameister nicht mehr nehmen. Martin Breis, er holte die noch fehlende Runde und danach durften die Sektflaschen entkorkt werden. Denn jetzt führte man uneinholbar. Erste Bundesliga 2007-2008. Der ASV Hof ist dabei. Knackpunkt war 55 Kilo, die Gewichtsklasse. Unser Jugendlicher schuldet den Mann, war entscheidend. Wie wird gefeiert heute Nacht? Ja, wir haben zwei Busse dabei, Freibier jede Menge. Und wahrscheinlich in Hof ein kleines Feuerwerk. Und dann machen wir weiter bis früh. Es waren halt, wie wir vorhin gesagt haben, zwei Schlüsselkämpfe. Die Schlüsselkämpfe haben wir verloren, das war der Wladimir Kunz und Tobias. Die haben wir verloren. Es hätte auch so nicht gereicht. Aber trotzdem, die Mannschaft hat gekämpft. Eine Hochachtung an meine Mannschaft. Es war ein super Kampf gewesen, allgemein super Kampf. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber es muss weitergehen, auch in der zweiten Liga. Ganz endgültig ist der Abstieg in Liga 2 für die Klein-Ostheimer aber noch nicht. Ja, dass wir oben bleiben, ist schon noch ein bisschen Hoffnung. Also, wir haben auch mit der Mannschaft geredet. Die meisten bleiben. Und wenn wir in der ersten Liga, haben wir doch mehr Chance, dass auch noch ein paar Leute dazukommen. Ne? Mit solchen Eventualitäten muss sich der ASV nicht mehr herumplagen. In Hof wurde am Samstag die Nacht zum Tag gemacht.